Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill. Wir sind immer noch hier mit dem guten Harald Maurer unterwegs in der Parallelwelt, wo Mädchen Toiletten Portale zu anderen Stockwerken bieten und im Allgemeinen alles noch sehr, sehr rostig und blutig ist. Leute hängen sich auch einfach mal gerne irgendwo auf, in irgendwelchen Toiletten. Auf den Herrentoiletten gibt es sehr, sehr viel Pistolenmunition. Ne, die haben das, die Kerle, die riechen das immer, wenn Böses im Busch ist. Die haben da so ein bisschen hier gedealt, aber anscheinend hat keiner von all jenen überlebt. Egal, wie sie es angegangen sind, die Situation. Egal, was sie sich ausgedacht haben. Der Einzige, der übrig geblieben ist, ist der Harald und die Cheryl tatsächlich, ne? Die hat mit ihren übrigen 25 Cent da neulich am Ende der letzten Folge angerufen und bereut es, wie gesagt, sehr, dass, ich meine, wenn du die Wahl hast zwischen einem Eis und ein Gespräch mit deinem Vater, das, ich denke, das ist klar, was man dann nimmt. Aber vielleicht irre ich mich auch und Silent Hill hatte gar nicht so gute Eiscreme. Von daher, okay, selber Raum. Tatsächlich aber mit guter Schrotpatroni-Linies. Da haben wir ja schon in der letzten Folge ein wenig was gefunden. Es gilt dann dementsprechend auch irgendwann mal die Shotgun zu finden, ja? Denn ohne Shotgun, da bringt die natürlich der ganze Shit nichts. Es sei denn, du kannst die... Alter, kann ich die nicht auch so kaputt machen? Nee, ne? Die sind aber auch... Und dann... Treff ich nicht? Wo schießt der denn hin, Alter? Ja, mach jetzt hier. Ja. Alter. Die lähmen mich halt so ein bisschen, ne? Das ist doch echt ein Witz. Ja, mach dann wenigstens den Großen fertig hier. Schieß. Kein Wunder, dass ich so viel Munition habe, ey. Das Spiel weiß, dass die Hälfte eh daneben geht. Wirklich, ich drück einfach, ich mache, ich tue und man sieht ja, dass... Das muss Absicht sein, Leute. Das muss Absicht sein. Ja, da habe ich mehr oder weniger Glück gehabt. Ich bleibe aber bei den Tunikums. Ah, seht ihr, da bin ich gelb. Vielleicht, wie viel habe ich? 67, ja. Wird langsam eng, wird langsam weniger. Vielleicht wird er langsam resistent gegen die Dosis. Ja, da muss die Dosis erhöht werden. Da muss man sich notfalls vielleicht ein bisschen was spritzen. Ich drücke immer noch die falschen Tasten. Links. Nach links wollen wir die Tour, die Party findet hier statt, habe ich gehört. Da könnte man rechts reingehen. Ja, in den Musikraum. Man kann ja mal schauen, ob da... Oh, schade, ne? Dass diese... Mann, und die lenken halt wirklich immer so derbe ab, ey. Die kleinen Bastardenviecher. Vielleicht könnte man sie notfalls mit... mit der Brechstange oder so bearbeiten? Ja, leckt mich, ganz ehrlich. Mal gucken, ziehen die viel ab? Schwer zu sagen. Was wollte ich gerade sagen? Ja, diese Edition hat hier schätzungsweise kein Instrument. Es hätte ja auch ein verkrüppeltes Schlagzeug oder so sein können, aber gut. Und hier haben wir dann wieder dasselbe Phänomen. Etwas raschelt. Friemit und Freumit sich in einem Schließfach. Vielleicht sind das ja auch die 85 Milliarden, die ursprünglich mal auf mein Schweizer Bankkonto gehen sollten und sich dann aber verirrt haben und nach Silent Hill geflüchtet sind, weil sie keinen Bock auf die Schweiz hatten. Die haben ja schließlich auch beschissen abgestimmt bezüglich des Covid-Impfzertifikates. Schweine. Nein, nichts. Also ich habe mir meine 85 Millionen ein bisschen... wie soll ich sagen, visualisierend der dargestellt. Aber vielleicht habe ich das ja auch mit meiner Kryptowährung verwechselt. Die... Okay. ja. Das sieht nicht nach meiner Kryptowährung aus. Ein vornüber zusammengesunkener Körper. Das ist es, meine lieben Freunde. Das war der Gag des Tages. Und der hat mich minimal gekriegt. Auch wenn es verzögert war, ne? Da... musste mein Gehirn erstmal schalten. Ich war viel zu sehr mit meinem Witz beschäftigt. Ersatzschlüssel.
Kann ich mir das nochmal kurz anschauen? Ich habe es eingesammelt und nicht drüber nachgedacht. Für die Bibliothek. Der Schlüssel zum Bibliothekzimmer im ersten Stock der Schule. Mitgenommen im Umkleideraum. Finde ich gut, dass er sofort weiß, wofür das ist, ne? Und natürlich ist das abgeschlossen. Es ist halt nicht so begehbar, wie man einst dachte. Bibliothek, erster Flur. So. Ja. Soweit, so gut. Ja, dann gehe ich natürlich erstmal. Alter. Leben, 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 leben. Geht, 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 geht. Da gehe ich komplett zurück. Hoffentlich ist da der andere nicht da. Jetzt dachte ich gerade, da steht eine Flasche oder so, die ich abballern kann. Nee, 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 das war nur eine Bank. Ne? So viel Zeit muss sein. Sieht zwar alles beschissen aus und alles ist voller Dämonen, aber hinsetzen muss sich jeder ab und zu mal. Auch das schrecklichste Scheusal hat einen Anspruch auf ein wenig Komfortabilität. Oh Gott. Und ich habe Anspruch auf weniger Monster, würde ich sagen. Verdammte Scheiße. Kann ich dich direkt. Nee. Kann ich nicht gegentreten, ne? Jetzt aber tatsächlich. Da hatte ich traurigerweise wieder keine Wahl. Und der DJ, der stimmt mir zu. Klimpert ein wenig. Er weiß auch nicht hundertprozentig, was er da tut, aber es kommt gut an. Es kommt gut an, ne? Das ist quasi das Internet, die aktuelle neue Prominenz zusammengefasst in einer Situation. Die sind eigentlich alle bescheuert, aber die Leute feiern es trotzdem und denken, das wäre alles Absicht. Aber so dumm wie die meisten sind, sollte man da definitiv nicht von Absicht reden. Ja gut, viele Leute, die meisten verstellen sich im Internet, aber das bedeutet nicht, dass sie sich dumm stellen und eigentlich intelligent sind. Sie versuchen sich nur minimal schlau zu stellen. Sie sind dumm, aber eigentlich sind sie noch dümmer, das möchte ich damit sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere wahrscheinlich weniger oft auf die Karte schauen muss. Genau, hier sind dann natürlich die Lehrerräume offen, im Gegensatz zur normalen Version. Ich suche gerade die Bibliothek, aber ich finde sie nicht. Hä? Was ist denn das jetzt hier für ein Käse? Erste Etage. Also. Library, klar, hier. Aber das ist ja der zweite Flur, oder ist das ein Übersetzungsfehler? Schätzungsweise, oder? Ich gehe dann da hoch und dann nach rechts. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Eine Ansage mit Anlauf. Hoffentlich kein Einlauf. Von welchem Einlauf reden wir dann? Von dem mit Käse oder von dem, der in meinen Arsch geht? Vielleicht blasen wir auch anderen den Arsch. Also mit Pistolen natürlich. Oder den Marsch blasen. Oder den Arsch. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt auch Stan Marsch nochmal vorbei und bläst ihn den Arsch. Ich meine, den Ball, den müssen wir auf jeden Fall nicht aufblasen. Der ist schon aufgebläst. Und wurde dann, wie gesagt, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da brauche ich den Schlüssel, wo wir die Scheiße oben aufs Dach reinstecken werden und damit irgendwas triggern werden. Ich sag das euch. Ich habe mir das gemerkt, okay? So, das ist im Spiel, ne? Meine Katze hat sich gerade parallel dazu bewegt. Das muss ich jetzt erstmal schauen, von wo das Geräusch kam. Das Monster lauert, war der Buchtitel. Also jetzt kriegen wir ein wenig Info über den Bosskampf. Kann ich ja schon mal sagen, ne? Kapitel 3. Was ist mit den anderen beiden? Er liest gerne in der Mitte. Fängt da an. Manifestation von Trugbildern. Dazu gehören auch Poltergeister, negative Emotionen wie Angst, Sorgen oder Stress manifestieren sich als externe Energie mit physischen Effekten. Albträume scheinen sie in einer Reihe von Fällen ausgelöst zu haben. Allerdings scheinen solche Phänomene nicht gerade jedem Beliebigen zuzustoßen. Obwohl nicht klar ist, warum, neigen Heranwachsende, insbesondere Mädchen, zu solchen Erscheinungen. Okay, nee, das war eigentlich jetzt nicht das, was ich meine, aber okay. Mädchen? Cheryl?
Albträume? Sind wir in ihrer Traumwelt? Das könnte man jetzt spontan hineininterpretieren. Aber ich wünschte, meine Tochter hätte einen etwas anderen Fetisch. Ich meine, es gibt Mädchen, die stehen halt irgendwie auf, keine Ahnung, ältere, okay, oder Leute mit Bart, aber das hier, das, Schwierig, ne? Ich denke, im Internet kann man alles finden. Die jeweilige Facebook-Gruppe wird es bestimmt geben, aber, ja. Oder ist es das? Ich weiß gerade nicht, ob ich richtig laufe. Das könnte das sein, was ich meine. Als er das hörte, sagte der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jäger, ich werde die Eidechse töten. Aber als er mit seinem Gegner zusammentraf, schrak er zurück und sagte spöttisch, wer fürchtet ein Reptil? Daraufhin zischte die wütende Eidechse, ich werde dich mit einem einzigen Bissen verschlingen. Dann griff die riesige Kreatur mit aufgerissenem Maul an. Genau das wollte der Mann. Ruhig seinen Bogen spannend schoss er in das weit aufklaffende Maul der Eidechse. Mühelos flog der Pfeil den schutzlosen Rachen durchbohrend und die Eidechse fiel tot zu Boden. Ja, das ist aus einem alten Märchen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gelesen habe. Gott, diese guten Geschichten mit den Eidechsenpenetrationen. Kein Wunder, dass deine Tochter so drauf ist, Alter. Du hast dir bestimmt die richtig krassen BDSM-Geschichten vorgelesen. Ja, also heißt im Klartext, wenn dat Monster dat Maul aufmacht, dann wird ordentlich reingeböllert, habe ich gehört. So wie ich jetzt immer auf die Karte hier böller. Denn wir wollen wissen, wo wir sind. Da sind wir. Genau, dann können wir uns da gleich mal die Klassenräume anschauen. Habt ihr das gesehen? Ich bin reingegangen, ich habe den Raum gewechselt, bevor ich aus dem Kartenmenü gekommen bin. Ey, das war bestimmt die übelste Speedrun-Taktik, ne? Moment. Oder wurde ich jetzt wieder geportet? Nee? Was war's mit der anderen Tür? Oh, die geht nicht. Okay. Es ist so bitter, ne? Man denkt, ey, wow, so viele Türen, so viele Orte. Und dann ist das meiste verschlossen. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ja, ich habe, wie gesagt, immer noch den Scheißball. Aber ansonsten habe ich nichts. Ja, genau. Dann gehe ich jetzt, komme was wolle, auf das verfickte Dach und gehe meiner Bestimmung nach, okay? Das hat sich wirklich bei mir eingebrannt, wie ich damals mit 13, 14 Jahren da aufs Dach gegangen bin und diesen Ball da reingemacht habe in diese Höllenabteilung. Und wenn mir jetzt Nachbarn zuhören, die denken auch, Wunder, was ich erzähle. Nein, 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 ich meine in diesem Spiel. Aber laufe ich jetzt richtig? Bin mir nicht sicher. Ich wollte jetzt irgendwo lang gehen und mich cool fühlen. Stattdessen laufe ich anscheinend im Kreis. Was natürlich nicht so geil ist. Jetzt müsste ich doch aber auf dem richtigen Pfad sein, oder? Hoffentlich ist der Pfad nicht Pfad und mir gesonnen. Oh, ja, Tunikum. Er ist mir sehr gesonnen. Aber bedeutet das nicht auch, dass das ein Ort ist, an dem ich vorher nicht war? Da bin ich ja gerade heftig abgebogen, ey. Ich bewege mich hier schneller von A nach B, als mir lieb ist. Da will ich hoch. Und dann sollte ich... Jawohl. Das müsste jetzt aufgehen, weil in der normalen Version ging das ja nicht. Das ist so alles, was in der normalen Version nicht ging, das geht hier und andersrum. Das heißt, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich in dieser Version nicht Harald Maurer bin, sondern ein wunderschöner Schmetterling. Aber das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Schade. Okay, was haben wir hier? Nichts, Blut. Normalerweise hat das ja was zu bedeuten, aber anscheinend ja nicht. So, hier müsste ich das Wasser aufkriegen. Da ist ein Ablassventil, nichts Ungewöhnliches. Ja, aber muss ich vorher in den Heizungsraum? War da überhaupt irgendwas? Hier müsste, wie gesagt, Wasser laufen und da kommt der Ball hin. Aber macht er das jetzt schon? Nichts Besonderes. Vielleicht. Aber er weiß doch noch gar nicht, dass ich den brauche, oder? Ich mach's trotzdem schon mal. Hab den Gummiball verwendet, ja.
damit das Wasser dann hier fließen kann, aber ja, irgendwie brauche ich jetzt Strom oder was für diese Parallelwelt? Also so ganz bin ich damit nicht einverstanden. Magst du es jetzt machen? Nee. Ich glaube, der braucht den Hinweis. Nein, 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 nein. Ja, ja, der Ball steckt im Rohr fest. Lass liegen, lass liegen. Was? Die Kinder, die vermissen den Ball? Mir scheißegal, ich brauche den jetzt, okay? Ich meine, es regnet. Es regnet doch. Ist das nicht genug Wasser für dich? Fuck. Valve, ja. Da fing Valve an und irgendwann hatten sie... War nicht Valve die, die Steam gemacht haben? So fing alles an. Ja. Da muss ich dann einfach schauen. Da beispielsweise. Nee, das geht ja nicht. Da müsste ich... Ich muss auf die andere Seite. Unten rechts habe ich den Klassenraum nicht begutachtet anscheinend. Weil man kommt ja... Kommt man hier überall rein oder nicht? Da unten müsste ich auch nochmal hin. Hä? Ja doch, ne? Das, genau... Wo bin ich nochmal? Ich schätze, ich gehe erstmal runter. Und schau dann mal. Schritt für Schritt, wie ich zu meinen jeweiligen Instanzen komme. Naja. So grundsätzlich jetzt erstmal die Treppe runter. Kann ja nicht verkehrt sein, würde ich sagen. Ja, ich habe lange nicht mehr gespeichert, ne? Sollte ich vielleicht auch im Auge behalten. So, also, ich will da unten hin. Da ist aber das Gitter. Ob es eine geheime Tür bei der Infirmary gibt? Nee, oder? Ich glaube, die Rezeption war die einzige mit einer geheimen Tür. Wie komme ich in den Boiler Room? Wenn ich da überhaupt hin muss, ich weiß es ja nicht. Da, das geht nicht, das geht nicht. Ich könnte mich teleportieren. Dann bin ich aber, glaube ich, wieder in der zweiten Etage, ne? Da bin ich da unten. Es kann natürlich sein, dass ich mich doppelt teleportieren kann, aber die Frage ist dann, wohin? Dann kann ich eigentlich nur wieder in den ersten Stock kommen. Und das bringt mir nichts. Also kann es ja das nicht sein. Teacher's Room, da war ich drinne. Das ist... Oder kann man das jetzt hier von der anderen Seite einfach aufmachen? Oh, oh, okay, gut. Lul. Dann hat sich das ja erledigt, ha? Also, nicht so ganz. Da ist ja immer noch das Gitter. Aber das ist ja gut zu wissen... Schätzungsweise. Ja, so ganz ist mir jetzt nicht damit geholfen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt da hochgehe, da ist definitiv ein Gitter vor. Da komme ich nicht durch. Ja, wobei, doch, nee. Das geht nicht. Da rechts bei der Bibliothek, da komme ich von da aus auch nicht runter. Ah, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Karten lesen, wie geht das? So viel eingezeichnet. Wenn ich jetzt durch den Garten gehe und da unten bin, dann, ja, komme ich immer noch nicht runter. Irgendwie... Oder warte mal. Rechte Seite... Wenn ich jetzt da runter gehe, da komme ich, komme von der rechten Seite nicht rein. Ich muss unten, also oben links meine ich, oben rechts muss, ich muss nach unten links, rechts, verdammte Scheiße. Irgendwie muss ich da hinkommen. Also wie gesagt, ich könnte jetzt nach rechts durch die Klassenräume und dann stehe ich aber unten bei dem Gitter. Da komme ich nicht durch, ja. Es kann wirklich sein, dass es hier irgendwo
vielleicht doch noch ein Portal gibt. Aber oder von der Etage hier aus? Ich weiß nicht, du. Tut mir leid, ich kann mir momentan nicht helfen und es bringt ja jetzt nichts, noch 20 Minuten auf die Karte zu schauen. Ich mache das vielleicht nochmal vor der nächsten Aufnahme. Werde ich mir dann nochmal meine Gedanken machen und dann können wir hoffentlich in der nächsten Folge irgendwie dahin kommen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.